Mal ein Kinofilm über Walhaie, dann Fernsehdokus über winzige Spinnen. Auch Werbespots, Politthriller und sogar Horrorfilme hat Sascha Blank schon vertont. Seit der Schulzeit steht für ihn fest, ich werde Filmkomponist. Sein Handwerkszeug hat Sascha Blank in Rostock erlernt. Die Ausbildung an der HMT war breit, von Klassik über Jazz bis Rock. Gut für das Filmgeschäft. Jeder Film hat seine eigene Klangwelt. Das heißt zum Beispiel, der Walhai-Film hat eine ganz andere Klangwelt als jetzt eine Naturdoku, die in Afrika spielt, oder der Film Wings of Dust, der in Peru sich ereignet. Jeder Film hat eine andere Geschichte, und so hat, wie jede Geschichte anders ist, sind auch die Wahl der Instrumente natürlich ganz anders. Und auch die Frage ist, welche Geschichte will man erzählen? Davon hängt das ab, welche Instrumente man benutzt. Also im Endeffekt haben wir ja nur so ein paar Emotionen vorgegeben, auch durch den Verlauf des Films, dass wir gesagt haben, okay, hier ein bisschen Dramatik, ein bisschen Suspense und dann an der anderen Stelle eher so ein bisschen märchenhaft, träumerisch, und das hat er eigentlich wirklich super so aufgegriffen und total zu unserer Zufriedenheit umgesetzt. Und ich meine, der Film ist jetzt ein Dreivierteljahr fertig und ich liebe die Musik immer noch, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das anschaue und dann die Musik dazu höre, also das war wirklich super. Der Film ist in Indonesien entstanden und deswegen war mir es auch wichtig, auch die dortige Kultur im Endeffekt musikalisch reinzubekommen. Genau, also, da haben wir ein bisschen Anklänge von indonesischer Gamelan-Musik genau. Ein bisschen reingebracht. Ja, ja, ja. Cuando yo era niño, soñaba siempre. Das ist Sascha Blanks wichtigster Film. Wings of Dust, Flügel aus Staub. Der Dokumentarfilm spielt in Peru, in einer Landschaft, die durch den Kupferbergbau verseucht ist. Er erzählt das Leben eines Reporters, der dagegen kämpft. Also haben wir uns entschieden, da mit organischen Synthesizer-Pads Flächen heranzugehen und es sehr minimalistisch zu gestalten und nicht zu viel selber mit der Filmmusik zu pushen, sondern eher begleitend und versuchen zu verstehen, was in ihm vorgeht, welche Emotionen und Gefühle in ihm drin sind. Den Regisseur, ein Filmstudent aus Italien, hat Sascha Blank zufällig bei der Wohnungssuche kennengelernt. 4 Monate haben sie gebraucht, bis Bild und Ton passten. Sascha war die ganze Zeit für mich da, hat mir geholfen, den Film so gut wie irgendwie möglich zu machen, obwohl er wusste, dass ich kein Geld, kein Budget habe. Das bedeutet mir sehr viel. Die Arbeit hat sich gelohnt. Wings of Dust bekommt den Student Academy Award. Das ist der Studierenden-Oscar. Mich setzt das nicht unter Druck. Ich freue mich unglaublich, dass der Film so viel Beachtung jetzt bekommen wird. Und vor allen Dingen die Geschichte von Vidal Mermer, dem Hauptprotagonisten, dem Journalisten, in die Welt getragen wird. Die Oscarverleihung ist am 24. Oktober in Beverly Hills, Kalifornien.